Hallo, ich bin Benedikt und Key Account Manager bei Housing Anywhere. In unserem heutigen Video erkläre ich Ihnen unsere Kalenderfunktion. Wie kann ich ein Listing freischalten? Wie kann ich ein Listing blockieren? Und wie kann ich generell meine Kalenderlinks einfügen? Lassen Sie uns anfangen. So, wir sind jetzt auf der Housing Anywhere Webseite gelandet. Es ist immer automatisch am Anfang auf Englisch. Ich musste natürlich auf Deutsch wechseln, um tatsächlich auch mit Deutsch alles jetzt durchgehen zu können. Wir gehen hier auf die Dropdown-Liste, einmal auf Inserate. Da kann ich alle meine Listings, meine Anzeigen verwalten. Hier mit den drei Knöpfen einmal draufdrücken und dann landen wir auf der Kalenderfunktion, wo ich hier meine gesamten Verfügbarkeiten, alle Informationen meines Inserats verwalten kann. Wichtig zu wissen ist hier, weiß ist immer als verfügbar markiert, grau ist immer sind die Daten, wo ich keine Verfügbarkeit habe. Jetzt bei mir zum Beispiel ist das so gelistet, dass ab 1. Februar habe ich eine Verfügbarkeit, die unbegrenzt ist. Da kann ein Mieter dann so lange einziehen, wie er möchte. Möchte ich jetzt das anpassen, zum Beispiel der Mieter zieht doch früher aus und ich kann schon ab Januar die Vermietung starten, einfach hier Anfangsdatum, einmal den 1. Januar dann auswählen. Ich habe immer noch kein Enddatum, einfach hier auf kein Enddatum drücken und als verfügbar markieren und dann sehe ich sofort, die Verfügbarkeit ist angepasst. Ab 1. Januar kann ein Mieter einziehen. Möchte ich das umgekehrt machen und sage jetzt, der will doch jetzt erst Ende Februar ausziehen, genau dasselbe Spiel wieder, ein Anfangsdatum auswählen, also Enddatum auswählen und als blockiert markieren. Dementsprechend ist jetzt dieser Zeitraum direkt blockiert und es ist ab 1. März dementsprechend verfügbar. Wenn Sie jetzt eine Mindestmietdauer haben möchten, zum Beispiel sagen, ja, es lohnt sich tatsächlich nur mindestens 3 Monate Einzüge zu haben, kann ich das hier ganz einfach machen, einmal auf Speichern drücken. Und schon kann ich nur noch Anfragen für mindestens 3 Monate erhalten. Diese 3 Monate sind auch dann mindestens Anfragen, die nur kommen können. Mindestens bis 1. Juni wäre dementsprechend eine Anfrage, die mir nur gestellt werden kann von potenziellen Mietern. Ich kann hier auch mehrere Buchungsfenster eingeben. Wenn ich zum Beispiel sage, im Sommer möchte ich das Apartment selber beziehen, ab August ist dann wieder eine Verfügbarkeit gegeben, kann ich auch mehrere Fenster eingeben. Indem ich zum Beispiel dann sage, im Juni und Juli möchte ich selber einziehen, da ist es als blockiert markiert, dann kann dementsprechend der Mieter einmal für diese 3 Monate eine Anfrage schicken und dann ab August habe ich eine zweite Verfügbarkeit. Mehrere Buchungsfenster sind daher gar kein Problem. Möchte ich jetzt einmal den Kalender synchronisieren, weil ich zum Beispiel Google Kalender habe oder weitere Funktionen schon da habe, kann ich ganz einfach einen Google Kalender Link nehmen. Das ist ein sogenannter ICS-File, den Sie hier einfach einfügen müssen. Einmal bestätigen, dass Sie Synchronisierung haben möchten. Und der macht das jetzt alle Stunde mindestens einmal, läuft diese Synchronisierung. Diese ist einseitig, bedeutet, sobald Sie Ihren Google-Kalender anpassen, passt das direkt die Verfügbarkeit auch auf Housing Anywhere an. Wenn Sie den Kalender-Link dann anpassen möchten oder entfernen möchten, weil Sie jetzt sagen, die Housing Anywhere-Verfügbarkeit ist zum Beispiel richtig, einfach hier wieder auf den bestehenden Kalender-Link bearbeiten drücken. Und dann können Sie hier ganz einfach einen anderen Kalenderlink herunterladen oder entfernen. Jetzt ist er entfernt, dementsprechend wird dann keine Aktualisierung mehr durchgeführt. Ich hoffe, Sie haben alle Funktionen des Kalenders verstanden. Falls Sie noch Rückfragen haben, unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung ist unten in der Beschreibung verlinkt oder Sie können unser Support jederzeit kontaktieren. Wie gesagt, ich bin Benedikt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!